Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrel.de. Das jetzige Video geht um das Auge, also das wichtigste optische Instrument, das wir kennen. Denn mit dem Auge sehen wir ja. Und wenn wir nicht sehen würden, würde das Thema Optik für uns eigentlich gar nicht so gehen. Nun, hinter mir habe ich mal ein paar Augäpfel aufgemalt. Die bestehen für uns Physiker eigentlich aus einer Linse und aus einer Netzhaut. Die Netzhaut ist das hier hinten, das ist wie ein Schirm. Das Bild, das darauf entsteht, wird durch die Sehzellen im Gehirn zu einem Bild umgewandelt, das wir dann wahrnehmen. Nun, wir wollen uns erstmal überlegen, wie wird ein Lichtpunkt wahrgenommen. Also dieser Punkt hier, der strahlt Licht in alle Richtungen aus. Die Strahlen, die die Linse treffen, werden gebrochen. Natürlich brauche ich die anderen Strahlen nicht zu zeichnen, nur die interessanten. Das sind gerade die zwei extremen Lichtstrahlen. Die werden gebrochen und treffen nach der Samenlinse hinten auf der Netzhaut wieder in einem Punkt zusammen. Das geht natürlich nur dann, wenn die Brennweite dieser Linse genau auf der Netzhaut liegt. Nun, das ist nicht immer der Fall. Wenn das die Brennweite von unserer Linse fest wäre, müssten wir immer den gleichen Abstand zu den Dingen haben, die wir sehen, die wir scharf sehen wollen. Das Huhn hat das zum Beispiel, deswegen läuft das Huhn immer mit dem Kopf nach vorne zurück. Das stellt einfach das Auge immer wieder scharf. Wir Menschen haben den Vorteil, dass unser Auge sich durch den Muskel scharf stellen lässt. Das heißt, ein Muskel zieht oder drückt unsere Linse zusammen und dementsprechend ändert sich die Brennweite. Wir stellen uns also auf die Entfernung ein und müssen da nicht unbedingt näher hinlaufen. Wenn ich jetzt allerdings mal nicht einen Punkt anschauen möchte, sondern diesen Pfeil hier unten, dann ist das in dem Fall einfach. Der Sockel liegt genau auf der optischen Achse. Das heißt, da wird nichts gebrochen. Wenn ich nun die Spitze anschaue, dann wird die hier gebrochen. Und unser Pfeil erscheint hier hinten verdreht auf der Netzhaut. Das wird trotzdem nicht verkehrt rum sehen, liegt an unserem Gehirn. Das merkt es schon nach wenigen Wochen und schon im Säuglingsalter gewöhnt sich unser Gehirn daran, die Bilder umzudrehen. So, nun können wir natürlich auch diesen Pfeil mal etwas näher kommen lassen. Sprich, wir können ja da einfach näher hinlaufen. Wir alle wissen, wenn ich Dinge näher betrachte, dann wirken sie größer. Wollen wir uns überlegen, warum? Nun, also sei unser Pfeil näher am Auge dran. Unser Lichtstrahl hier oben geht wieder auf die Linse und wird wieder gebrochen. Wir sehen, unser Pfeil wird auch auf der Netzhaut größer, obwohl wir ursprünglich eigentlich die gleichen Größen veranlagt haben. Das heißt, wenn ich auf den Gegenstand näher zugehe, kommt er mir größer vor. Wenn ich weiter weggehe, kommt er kleiner vor. Das ist der Grund, warum die Sonne uns so klein vorkommt, obwohl sie deutlich größer ist als unser Planet, die Erde, und uns ein 5-Cent-Stück sehr groß vorkommt, wenn wir es ganz knapp vor das Auge halten. Das Ding hat natürlich auch seine Grenzen. Wenn man zu nah vor das Auge geht, können wir gar nicht mehr scharf sehen. Und wenn wir zu nah kommen, können wir auch nicht mehr gut sehen. 25 cm fängt es dann irgendwo langsam an und bei 10 cm Nähe geht es dann wirklich nicht mehr. Nun aber nicht jeder hat das Glück, dass seine Augen ihm immer hundertprozentig scharfe Bilder liefern und der moderne Mensch behilft sich da mit Brillen. Was tut eigentlich eine Brille? Eine Brille ist nichts anderes als Linsen und das hilft uns, die Lichtstrahlen schon vor dem Auge so zu brechen, dass alles wieder scharf gesehen wird. Wollen wir uns das mal anschauen? Man unterscheidet die Fehlsichtigkeit in zwei Typen. Einmal die Weitsichtigkeit und einmal die Kurzsichtigkeit. Weitsichtig heißt, dass man in der Ferne noch gut sieht, in der Nähe jedoch nicht. Das heißt, Weitsichtigkeit. Nun, was passiert bei der Weitsichtigkeit? Wenn wir unseren Punkt wieder nehmen auf die Linse, so passiert es leider, dass der Brennpunkt ungünstig liegt und hinter der Netzhaut liegt. Das heißt, wir sehen natürlich unscharf. Unser Punkt wäre hier
dreidimensional gesehen, ist ein Kreis geworden und wir können natürlich nicht mehr so scharf sehen. Was macht unsere Sammellinse? Wir nehmen hier einfach in dem Fall eine Linse, setzen die hier vorne dran, eben wie gesagt eine Sammellinse. Die sorgt dafür, dass dieser Lichtstrahl schon hier etwas gesammelt wird und unsere Linse im Auge bricht das Licht erneut und wir kommen wieder auf der Netzhaut an. Also wenn ich weitsichtig bin, nehme ich eine Sammellinse und schon sehe ich wieder scharf. Nun, es gibt auch Leute, die kurzsichtig sind. Naja, wenn bei Weitsichtigkeit der Brennpunkt hinter der Netzhaut lag, liegt er nun bei der Kurzsichtigkeit vor der Netzhaut. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, dass unser Lichtstrahl gestreut wird, also aufgeweitet wird. Es gibt analog zur Sammellinse auch eine Zerstreuungslinse. Eine Zerstreuungslinse sieht, naja, genau umgekehrt aus. Man nennt es nun konkav. Das heißt, wir haben da jeweils zwei Dellen auf den Seiten. Und das sorgt dafür, dass unser Licht weiter aufgespalten wird. Also es wird auch gebrochen. Der Lichtstrahl wird im Optischen breiter. Und nun wird er an der Linse wieder gebrochen und wir erhalten hinten wieder ein scharfes Bild. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie man Fehlsichtigkeit korrigieren kann. Ich hoffe, ihr braucht sowas nicht. Manche Leute sind ganz schlimm dran, die haben beides. Die müssen eine Gleitsichtbrille nehmen. Das sind dann beide Linsentypen integriert in einer Brille.